Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz, Drucksache 205277. Ich gehe davon aus, dass der Kollege Kasseckert es einbringt. Herr Kollege Kasseckert, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Blick auf die Uhr und zweieinhalbstündiger Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Plan will ich trotzdem noch einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit bitten, weil wir über ein Thema reden, das wir schon öfters hier in der Vergangenheit diskutiert haben und das in der Aktualität auch zu den vorherigen Punkten über vieles, was wir in den letzten zwei Tagen diskutiert haben, auch nicht mangelt, nämlich über das Thema Vergabe. Wir haben im Zusammenhang auch mit der Corona-Pandemie erlebt, dass wir ein Vergaberegime haben, sowohl auf Landes- wie auch auf Bundesebene, das, ich sage es mal in Anführungszeichen, bitte in Anführungszeichen auch so zu verstehen, in Friedenszeiten funktioniert, aber so weit ausgedehnt wurde, dass es schwerfällig geworden ist, dass es bürokratisch geworden ist, und das dazu geführt hat, dass wir bei öffentlichen Aufträgen in der Regel in der Vergangenheit in einer guten Wirtschaftslage kaum noch entsprechende Angebote erhalten haben von den Unternehmen, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, mit der Kritik, dass das Vergabegesetz, dass das Vergabeverfahren in unserem Land Hessen zu schwerfällig geworden ist. Das hat uns bewegt, auch schon im Koalitionsvertrag darüber nachzudenken, dass das 2015 in Kraft getretene Vergabegesetz zu überarbeiten. Wir haben uns dafür Zeit gelassen, weil wir keinen Schnellschuss wollten, sondern weil wir mit den Beteiligten im Gespräch waren. Unser Ziel war ein Vergabegesetz, das schnellere Verfahren ermöglicht, das weniger Bürokratie benötigt, aber trotzdem Wettbewerb bedeutet. Und deshalb haben wir mit den sozusagen im vorpolitischen Raum mit den Verbänden, mit den Beteiligten, mit den Kommunen Gespräche geführt und haben auch die Anhörung genutzt über das SPD- und auch FDP-Gesetz zum HVTG, zur Änderung im HVTG. Diese Anhörung genutzt, um zu hören, was von der Seite gebraucht wird, was notwendig erachtet wird und was insbesondere Verfahren beschleunigt. Mit dem Gesetz, das wir heute einbringen, sind wir CDU und GRÜNE sehr davon überzeugt, dass uns das gelungen ist. Wir haben in dem Verfahren beispielsweise das sogenannte Interessensbekundungsverfahren, ein Schritt, der seinerzeit eingeführt wurde nach den Konjunkturprogrammen 2009, 2010, in das neue Vergabegesetz aufgenommen. Wir haben die hohen Vergabegrenzen belassen und haben aber das Interessensbekundungsverfahren als neuen Vergabeschritt eingeführt. Der hat sich als Hemmnis erwiesen, der hat sich als sehr bürokratisch erwiesen. Und deshalb ist es die richtige Entscheidung für uns gewesen, auf dieses Interessensbekundungsverfahren zu verzichten. Wir haben darüber hinaus beispielsweise auch die beschränkte Ausschreibung mit der öffentlichen Ausschreibung gleichgesetzt. Wir haben ebenfalls bei der beschränkten Ausschreibung die Vergabefreigrenzen erhöht. Und wir haben in dem Zusammenhang einen wesentlichen Schritt getan, nämlich eine neue Kategorie der Freigrenzen eingeführt für den Bereich Wohnungsbau. Wohnungsbau, wir haben heute Morgen darüber diskutiert und an vielen anderen Plenartagen auch. Im Wohnungsbau wollen wir mit einer neuen Kategorie beschränkte Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb zulassen bis zu einer Summe von 1 Million €. Und zwar konkret mit dem Ziel, dass Wohnungsbauinitiativen beschleunigt werden können, dass sie verstärkt werden können, dass die Kommunen Erleichterungen haben auf dem Weg eben auch von Erschließung neuer Baugebiete, von Vergabe von Bauleistungen etc., sowohl für Baugebiete als eben auch für Bauleistungen im Hochbau. Wir glauben, dass das ein richtiger Schritt ist. Es hat nichts mit Untergrabung des Wettbewerbs zu tun, ganz im Gegenteil. Der Wettbewerb bleibt weiter bestehen, aber er öffnet eine Größenordnung, die für die kommunale Ebene durchaus eine Beschleunigung auch darstellt. Wir werden in diesem Zusammenhang ebenfalls die Anzahl der Angebote von 5 auf 3 reduzieren. Auch das hat sich nicht bewährt. Wir wollen in dem Zusammenhang auch hier weiterhin den Wettbewerb aufrechterhalten, aber auf das notwendige Maß reduzieren. Und das bindet auch die sogenannten freiberuflichen Leistungen mit ein. Die wurden 2015 neu in das Gesetz aufgenommen. Auch das hat sich nicht bewährt.
Insofern werden wir hier die Möglichkeiten der unterschwelligen Vergabeordnung nutzen. Und das muss man auch sagen, das ist etwas für Feinschmecker. Aber wir werden die unterschwellige Vergabeordnung ebenfalls mit in Kraft setzen, sobald das Gesetz beschlossen ist. Und damit gibt es die Möglichkeit, die freiberuflichen Leistungen, also Ingenieurleistungen, Architektenleistungen, aus dem förmlichen Vergabeverfahren herauszunehmen und nach § 50 der UFGO einfachere Vergaben für die Kommunen zu ermöglichen. Insofern, vielen Dank. Insofern ist es auf der Vergabeseite eine deutliche Erleichterung. Aber wir wollen auch das Thema Sozialtreue, Tariftreue und soziale Kriterien in den Blick nehmen. Wir haben im Sozialministerium vor, eine neue Stelle zu schaffen, einen Ansprechpartner zu schaffen, der den Sozialpartnern zur Verfügung steht, auch den Ansprechpartnern aus den Unternehmen, um dort sicherstellen zu können, dass Tariftreue eingehalten wird. Wir wollen auf der anderen Seite auch eine Vergabestelle sozusagen als wir haben die Nachprüfung aufgehoben, wollen eine Vergabestelle einführen, die im Vorfeld oder in laufenden Vergaben Unklarheiten prüfen kann, die im Vorfeld sozusagen kritische Situationen, die die Vergabe verzögern könnten, ausräumen kann und damit ebenfalls eine Beschleunigung herbeiführen kann. Alles in allem, und ich will mit Blick auf die Zeit jetzt so langsam zum Ende kommen, alles in allem wollen wir mit einem schnellen Verfahren in den nächsten Monaten bis zum Ende der Sommerpause ein neues Gesetz auf den Weg bringen, weil wir glauben, dass in der Post-Corona-Zeit für die Kommunen eine wichtige Zeit eintritt, weiterhin Investitionen freizugeben. Wir werden erleben, dass wir eine aus dieser Corona-Pandemie sicherlich geschwächte Wirtschaft in Hessen und in Deutschland wahrnehmen werden. Und deshalb soll es am Ende nicht an Vergabehürden hinken oder soll an Vergabehürden mangeln, dass man am Ende Vergaben nach hinten schiebt. Dieses neue HVTG ist aus unserer Sicht der richtige Weg in diese Richtung. Ich freue mich auf die Anhörung. Ich freue mich auf die Diskussion. Und damit will ich es heute Abend beschließen lassen, schnell eingeleitet. Kurz, der Präsident hat hier irgendwie die Zeit relativ spät, glaube ich, angeschaltet. Jetzt läuft es gegeneinander, aber wenn ich es richtig sehe, habe ich 2 Minuten eingespart. In diesem Sinne freue ich mich auf das, was jetzt kommt. Nein, die will ich ja nicht aufmachen. Ich freue mich auf das, was kommt in der Anhörung und hoffe, dass wir eine ähnlich konstruktive Diskussion haben, wie wir es in der Vergangenheit auch dazu hatten. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Kasseckert. Also, hier wird ja mittlerweile mit allen Methoden gearbeitet, um hier Redezeit irgendwie beim Präsidenten oder bei den Vizepräsidenten rauszuschinden. Es waren jetzt 5:23. Das heißt, der Kollege Kasseckert hat uns gnädigerweise 2 Minuten geschenkt. Dafür sind wir außerordentlich dankbar. Und das sollte auch dann die Benchmark sein. Aber nein. Kollegin Barth ist die nächste Rednerin für die Fraktion der SPD. Es ist in der Tat so 7,5 Minuten. Genau. Bitte schön. Also ich würde die 2 Minuten gerne übernehmen, wenn es recht ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ein Jahr haben wir auf den Gesetzentwurf gewartet. Nun ist er da. Ich fange mal mit den Punkten an, die uns gut gefallen. Allen voran die Herausnahme der freien Berufe aus dem Vergabegesetz, die nunmehr nach § 50 der UFGO behandelt werden. Das hatten auch wir exakt so in unserem Gesetzentwurf gefordert. Nun kommt es, und ich freue mich darüber. Auch das Interessensbekundungsverfahren wieder wegfallen, auch das haben wir gefordert. Gut so. Insgesamt finde ich interessant, finde ich Vergabeerleichterung beim Wohnungsbau unter 1 Million. Bei öffentlichen Aufträgen sind das aber eher nur Sanierungen oder Anbauten, denn viel Neubau gibt es für 1 Million € sicherlich nicht. Und auch die neue Beratungsstelle ausgestattet mit 1,5 Stellen im Sozialministerium zur Unterstützung der Kommunen finden wir hilfreich. Dann aber, meine Damen und Herren, muss ich sagen, wundere ich mich bzw. ich habe gesucht, wo ist denn der Kern des Gesetzes geblieben? Es sollte ja nicht nur ein Gesetz für öffentliche Ausschreibungen sein, sondern ein Gesetz zur Tariftreue. Aber, meine Damen und Herren, wo ist denn die Tariftreue in diesem Gesetz geblieben? Zum einen bei Aufträgen unter 10.000 €. Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussion zum ersten Tariftreuegesetz 2014.
80% aller öffentlichen Aufträge liegen unter 10.000 €. Und Sie haben seinerzeit extra einen Änderungsantrag eingebracht. Ich zitiere den damaligen Abgeordneten Kai Klose. Mit unserem Änderungsantrag korrigieren wir die zudem etwas unpräzise Formulierung unseres Gesetzentwurfs. Unterhalb eines Auftragswerts von 10.000 € sei Tariftreue nach unserem Gesetz nicht verpflichtend. Das war nicht beabsichtigt. Das ändern wir jetzt. Zitat Ende. Hier gilt das Gesetz jetzt aber erst wieder für Aufträge ab 10.000 €. Was soll das denn nun? Zudem hätten Sie, was 2015 wegen Europa noch nicht möglich war, dort, wo es Flächentarifverträge gibt, eine echte allgemeine Tariftreue jetzt verankern können, so wie wir es auch in unserem Entwurf gefordert haben. Insgesamt ist es jetzt leider so, dass eigentlich nur das gilt, was sowieso gilt. Tariflohn, wo es für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge gibt, oder beim Arbeitnehmerentsendegesetz und natürlich der gesetzliche Mindestlohn. Aber ein gesetzlicher Mindestlohn bedeutet doch noch keine Tariftreue. Und dann, ich will heute auch noch nicht zu tief einsteigen, in Ihrer Pressemeldung preisen Sie sich, zugleich werden die Anwendung der bereits geltenden ökologischen und sozialen Standards bei öffentlichen Aufträgen verbessert. Verbessert, meine Damen und Herren? Schaut man in Ihr Gesetz, haben Sie das Thema komplett zusammengedampft, nämlich auf die Formulierung, dass bei Vergaben grundsätzlich soziale wie umweltbezogene Aspekte, so wie etwa der Klimaschutz, zu berücksichtigen sind. Das war's. Frauenförderung, betriebliche Erstausbildung sind komplett rausgeflogen. Und dass Sie nach der bisher schon laschen Kantregelung die jetzt noch zurechtgestutzte Version als Verbesserung beschreiben, finde ich wirklich großartig. Und auch sonst, meine Damen und Herren, ist es wirklich ein schlankes Gesetz. Präqualifikation ist übrigens im privaten Auftragssektor gang und gäbe rausgeflogen. Vertragsstrafen in Ihrem alten Gesetz immerhin im Ermessen des Auftraggebers zu vereinbaren, abgeschafft. Evaluation wird es auch keine mehr geben. Stefan Körzel vom DGB-Bundesvorstand hat heute zu Ihrer Vergabenovelle in Facebook geschrieben, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können vom Bündnis 90 keinen Schutz erwarten, nicht einmal die ILO-Kernarbeitsnormen schaffen es bei den Grünen ins Gesetz. Stimmt, lieber Kollege Körzel, und ich ergänze weitere fehlende Punkte. Als allererstes ein Landesmindestlohn, dann die Hauptunternehmerhaftung, Begrenzung von Subunternehmerketten. Mir reicht leider die Zeit für weitere Beispiele nicht. Aber wenn es eines Beweises bedurft hätte, mit diesem Gesetz haben Sie es geschafft. Die Grünen sind die neue FDP. So. Und, meine Damen und Herren, die fehlenden Kontrollen. Zu was das führt, hat übrigens gerade wieder Verdi bei einem schönen Beispiel herausgefunden. Vergabe von Sicherheitsdienstleistungen am, Herr Beuth ist leider nicht da, Polizeipräsidium in Frankfurt. Hier hat gerade ein Sicherheitsunternehmen, meine Damen und Herren, die Vergabe gewonnen, welches weder den allgemeinverbindlichen Tariflohn zahlt, und die Mitarbeiter hatten teils Schichten von über 12 Stunden. Also ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz. Das sind wirklich schöne Zustände. Und das zuvor eingesetzte tarifgebundene Unternehmen hatte so den Auftrag verloren. Die waren zwar teurer, aber dafür anständig. Dank Ihrem tollen Gesetz haben die diesen Auftrag verloren, und die Novelle wird da nichts ändern. Lohndumping und Niedriglöhne verhindern Sie so nämlich nicht. Und an dieser Stelle, Herr Kasecker, zu Ihnen, dass die Resonanz auf öffentliche Ausschreibung so schlecht ist,
Das liegt wirklich nicht daran, dass das Gesetz so schwerfällig ist, sondern dass es immer nur dazu führt, dass die billigsten Anbieter bei öffentlichen Ausschreibungen genommen werden und die öffentliche Hand so schlecht zahlt. Das ist der Grund, weshalb auf öffentliche Ausschreibungen so schlecht reagiert wird und die Firmen dann lieber im privaten Sektor arbeiten, wenn die Konjunkturlage entsprechend ist. Meine Damen und Herren, Sie haben sich leider endgültig, nun auch im Ansatz von einem echten Tariftreuegesetz verabschiedet. Sie werden, das ist mir klar, Applaus von den Unternehmerverbänden erhalten. Da bin ich zuversichtlich. Das Gesetz ist jetzt wirklich ganz schön schlank. Aber die Menschen, die auf fairen Lohn für gute Arbeit hoffen, die enttäuschen Sie jetzt wirklich tief. Und ich sage es noch einmal, es kommt ja auch aus einem grünen Ministerium, die Grünen sind die neue FDP oder anders ausgedrückt eine FDP mit Sonnenblume. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Abg. Hofmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das mit dem Vergleich mit der FDP, das ist schon eher abschneidend, oder? Also, tut mir leid, dem kann ich nicht folgen. Die Novellierung des HVTG ist Ausdruck einer weiteren erfolgreichen Zusammenarbeit von Grün und Schwarz in Hessen. Alle Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag wurden zielgenau im neuen Gesetz festgeschrieben. Dazu gehört, dass die öffentliche Auftragsvergabe vereinfacht wurde. Das haben Sie auch selber schon festgestellt. Und mit der Verbesserung für kleine und mittlere Unternehmen nun deutlich mittelstandsfreundlicher geworden ist. Auch unser gemeinsamer Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit im HVTG wird durch die stärkere Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien in den Fokus gerückt. Schon im bisherigen HVTG haben wir dafür gesorgt, dass gerade diese Kriterien bei öffentlichen Aufträgen festgeschrieben werden können. Jetzt geht das Land mit seiner Rolle als Auftraggeber vorbildlich voran, indem unter anderem umweltbezogene und soziale Aspekte bei der Vergabe grundsätzlich berücksichtigt werden sollen. Das ist unser politischer Wille. Lesen Sie noch einmal richtig, Frau Barth. Neben dem fairen Wettbewerb, der Transparenz, der Gleichbehandlung, der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit werden soziale, ökologische, innovative Anforderungen und Nachhaltigkeit gewahrt. Kommunen können sich nun unter anderem an den Aufträgen des Landes Hessen ein Beispiel nehmen und die entsprechenden Vergabekriterien definieren. Sie können aber auch darüber hinausgehen und ihre Vergabekriterien weiterführen. Also, der Kriterienkatalog ist tatsächlich nicht mehr da, aber Sie können frei definieren, was möglich ist. Es geht nämlich eben nicht um den billigsten Auftrag. Das haben Sie einfach noch nicht verstanden. Klimaschutz zum Beispiel ist ein Kriterium, das im bisherigen Gesetz nicht explizit genannt wurde und nun unweigerlich in den Fokus rückt. Die Kommunen haben es jetzt selbst in der Hand, Aufträge klimaschützend zu vergeben. Das ist für mich auch ein weiteres Zeichen dafür, für kommunale Selbstverwaltung und kommunale Eigenverantwortung. Klimaschutz in der Kommune beginnt mit der Vergabe in den Kommunen. Der Bereich Tariftreue und Mindestlohnpflicht ist ein weiterer Baustein im Gesetz. Das Gesetz verpflichtet den Bieter, nach einem allgemein verpflichtenden Tarifvertrag zu entlohnen oder nach Arbeitnehmerentsendegesetz oder Arbeitnehmerüberlassungsgesetz oder nach dem Bundesmindestlohngesetz.
Von einem vergabespezifischen Mindestlohn haben wir Abstand genommen und verweisen auf den Mindestlohn nach Bundesgesetz. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob der Bundesmindestlohn auskömmlich ist oder nicht. Und wir Grünen finden, dass er nicht auskömmlich ist. Deshalb haben wir Grünen einen Bundesmindestlohn von 12 Euro beschlossen. Das war 2019 auf der Bundesdelegiertenkonferenz. Und wenn Sie wollen, dass der eingeführt wird, dann müssen Sie einfach im September Ihr Kreuz bei den Grünen machen. Ihre Wählerschaft macht das zum großen Teil schon. Die Tariftreue, also die Einhaltung des § 4 des HVTG, werden die Sozialkassen des Baugewerbes mitbegleiten und unterstützen. Ja, mit gleich mehreren neuen Regelungen zur Kontrolle der Einhaltung der Tarif- und Mindestlohnpflicht oder der Bekämpfung von Schwarzarbeit stärkt das HVTG den gesamten Vergabeprozess. Dazu wird im Sozialministerium, das hat Heiko Kasseckert auch schon erwähnt, eine neue Stelle geschaffen. Und dort können sich öffentliche Auftraggeber und Auftraggeberinnen sowie Bieterinnen und Auftragnehmer sowie deren Beschäftigte erkundigen und Verdachtsfälle melden. Für eine engere Zusammenarbeit mit dem Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird damit koordiniert. Und auch die Regierungspräsidien Hessen Mobil und die Oberfinanzdirektion werden als sogenannte Vergabekompetenzstellen weitere Befugnisse erhalten und beraten und kontrollierend bereitstehen. Die Zusammenarbeit zwischen Sozialkassen und den Unternehmerinnen wird dadurch intensiviert. Bieter müssen bei der Vergabe von Bauleistungen im Sinne des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes ihre ordnungsgemäße Teilnahme zertifizieren lassen. Durch die Einführung der Unterschwellenvergabeordnung, die 2017 im Bund schon in Kraft trat und sukzessive in den Bundesländern eingeführt wird, bedeutet für AuftraggeberInnen und BieterInnen eine deutliche Erleichterung, da komplexere Vergabeverfahren erst ab einem bestimmten Auftragswert durchgeführt werden müssen. Diese Vereinheitlichung mit dem Bundesrecht ist auch ein wichtiger Baustein der Vereinfachung für BieterInnen aus Handwerk und Mittelstand. Sehr geehrte Kollegen, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die Novellierung des HVTG werden die Möglichkeiten der nachhaltigen Beschaffung und Dienstleistung verbessern. Hier wird das Land Hessen Vorreiterin. Zweitens. Die Kontrolle und die Stärkung der Tariftreue sowie die Kontrolle der Schwarzarbeit wird gestärkt. Drittens. Durch die Einführung der Unterschwellenvergabeordnung werden deutliche Erleichterungen gerade im Mittelstand erreicht und damit dem Bundesrecht angeglichen. Das Gesetz wurde redaktionell verschlankt. Sie haben es ja schon festgestellt, sehr gut. Und in jeder Hinsicht anwenderinnenfreundlicher gestaltet. Es ist rechtskonform angelegt und will eine Vereinfachung mit den Bundesgesetzen. Und deshalb bitte ich um Ihre freundliche Zustimmung. Wir können gerne noch in den Ausschüssen diskutieren und freue mich auf die Anhörung. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Nächster Redner ist der Abg. Lichert, Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was lange währt, wird endlich. Na ja, gut, geht anders, auch wenn wir hier schon gehört haben, wie großartig dieser Gesetzentwurf ist. Er wurde auf jeden Fall sehnlichst erwartet. Frau Kollegin Barth hat ja schon erwähnt, dass wir da ein bisschen auf die Folter gespannt wurden. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass sich eigentlich die Grünen und die CDU ja wunderbar hätten inspirieren lassen können von dem Ergebnis der Debatten zum FDP- und SPD-Gesetzentwurf. Die Anhörung hätte da auch jede Menge Anhaltspunkte geben können. Das Thema ist nämlich schon ziemlich gut ausgeleuchtet worden. Ich habe aber das Gefühl, dass Sie das nicht oder sagen wir es mal halbherzig umgesetzt haben. Die Zielsetzung, die hier auch noch einmal genannt wurde, wo ja sehr oft auch der Begriff Vereinfachung genannt wurde, die unterstützen wir ganz ausdrücklich.
Nur, wenn alles jetzt so viel einfacher wird, warum braucht man dann neue Beratungsstellen im Innenministerium? Warum die Vergabe Kompetenzstellen etc.? Ja, das scheint mir also nicht ganz konsistent zu sein, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie uns doch auf einige Details eingehen. Ich beginne zunächst einmal mit den Schwellwerten. Einerseits haben sich natürlich die Angehörten auch dazu geäußert. Aber ich finde, bei solcher Gelegenheit macht es auch Sinn, durchaus einmal bei den Nachbarn zu schauen, was die so machen. Und ich will jetzt die Tabelle nicht ganz runterrattern. Das wäre, glaube ich, um diese Zeit ein bisschen langweilig. Aber man kann es, glaube ich, zusammenfassen, ein Kessel buntes. Da ist so ziemlich alles dabei. Da ist wirklich Kreativität bei der Arbeit zu beobachten. Aber so wie wir das ausgewertet haben, sind die eigentlich durchgängig höher als die hessischen Schwellwerte. Das ist doch ein bisschen überraschend. Überraschend ist auch, dass auf die Vorschläge der Verbände, was die Schwellwerte angeht, gar nicht eingegangen wurde. Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat vorgeschlagen 30.000 € Schwellwert. Der Hessische Städtetag 25.000. LRG, ÖPNV immerhin noch 20.000. Und was steht nun im Gesetzentwurf? 10.000. Das gibt zu denken, da hätte ich mir doch gewünscht, dass Sie auf die Anzuhörenden stärker eingehen, diese Anregung besser berücksichtigen. Kommen wir nun zu dem ganz heißen Thema der vergabefremden Kriterien. Das Echo zum Gesetzentwurf der SPD war ja doch ziemlich einhellig, um nicht zu sagen vernichtend. Gut, das Thema ist durch. Aber wir wissen jetzt, keiner der Verbände, keiner der Anzuhörenden, nicht einmal die Gewerkschaften wollten sich offenkundig diesem Wege anschließen. Hingegen hat der Ansatz der FDP, der explizit die Streichung des § 3 mit den entsprechenden Kriterienlisten vorsah, generelle Zustimmung erfahren. Das hätte eben, wie gesagt, ein deutlicher Fingerzeig sein sollen aus unserer Sicht. Sie haben das aber, muss ich sagen, relativ elegant gelöst, zumindest aus Ihrer Sicht, indem Sie jetzt mit Kann-Bestimmungen arbeiten. Kollege Hoffmann hat das ja gerade hier elaboriert. Das bedeutet im Grunde genommen, dass die Auftraggeber die Komplexität ihrer Auftragsvergabe selbst steuern können. Das wird natürlich dazu führen, dass die öffentlichen Auftraggeber, die über entsprechende Apparate, Kompetenzen, Ressourcen im eigenen Haus verfügen, dass sie das auch entsprechend nutzen werden. Andere öffentliche Auftraggeber, die das eben nicht haben, müssen es aber nicht. Und das ist in der Tat ein erstmal gangbarer Weg, dem wir uns nicht verstellen wollen. Das hat einen gewissen Charme. Im Beipackzettel zum Gesetzentwurf, wenn ich es mal so sagen darf, da kommt natürlich der Schwerpunkt der nachhaltigen Beschaffung, was auch immer das konkret bedeuten mag. Es wird aber auch gleich im Folgesatz dann eingeschränkt, zu Recht mit Rücksicht, ich zitiere, mit Rücksicht auf das Leistungsbestimmungsrecht des öffentlichen Auftraggebers können jegliche Nachhaltigkeitsaspekte in Vergabeverfahren berücksichtigt werden, wenn, und jetzt kommt's, wenn sie mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und verhältnismäßig sind. Und auch das macht aus unserer Sicht Sinn, weil es eben völlig vergabefremde Wunschzettel hoffentlich einhegen wird. Aber das ist zumindest etwas, was wir als einen möglichen Pferdefuß an der Sache sehen, hohe Freiheitsgrade für die Auftraggeber, die zu uneinheitlicher Anwendung führen sollen und dementsprechend auch werden, und unbestimmte Begriffe, das könnte natürlich zu erheblichen juristischen Scharmützeln führen. Ich denke, das werden wir im Ausschuss noch vertiefen müssen, wie wir damit umgehen. Und als dritten Punkt möchte ich nur noch anreißen, Anreize für weiße Schafe setzen. Auch das hatten wir bei den anderen HVTG-Gesetzentwürfen schon einmal diskutiert. Ich zitiere immer wieder gerne Herrn von Borstel, den Geschäftsführer des Verbandes baugewerblicher Unternehmen hier in Hessen, der im Rahmen der Anhörung klipp und klar sagte, er könne seinen Mitgliedsunternehmen eine Bewerbung um öffentliche Aufträge nicht empfehlen, solange es Alternativen von privatrechtlichen Auftraggebern gibt.
Wenn die weißen Schafe um öffentliche Aufträge einen Bogen machen, bleiben naturgemäß nur die grauen und sogar schwarzen Schafe übrig. Das können wir nicht wollen. Insofern hoffen wir, dass die öffentlichen Auftraggeber möglichst sparsam Gebrauch von den Kannbestimmungen machen. Diejenigen, die es übertreiben, werden hoffentlich durch mangelnde Resonanz zur Ordnung gewissermaßen genötigt und einfach in ihrer Erwartungshaltung gemäßigt. Und dann wird es hoffentlich wirklich so sein, dass die übergeordnete Zielsetzung einer Vereinfachung und auch einer stärkeren Attraktivität der öffentlichen Aufträge für die Unternehmen erreicht wird. Stand heute ist der Gesetzentwurf aus unserer Sicht so nicht zustimmungsfähig. Aber ich teile die Vorfreude auf die Beratungen im Ausschuss. Also lassen Sie es angehen. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Lichert.